Oliver Scheidt, mal wieder in Duisburg, heute hier auf einem sehr hochgelegenen Punkt. Was machen wir hier? Ja, die Grundsteinlegungen der Skulptur, die jetzt bis Ende des Jahres stehen wird, das ist schon ein besonderer Moment, denn wir haben diese Skulptur, die es ja noch gar nicht gibt, auf all unseren Publikationen mitgeführt als Symbol für die neue Metropole Ruhr. Und ich freue mich sehr auf dieses Kunstwerk und hier oben ist auch ein fantastischer Blick, es ist grün. Man sieht die Brüche der Städte hier, die Industrie hat hier natürlich auch ihre Spuren hinterlassen, aber es ist auch lebenswerte und lebensqualitätsvolle Umgegend hier und insofern ein sehr schöner Ort. Jetzt kann man sich ja irgendwo noch nicht so ganz vorstellen, dass hier noch ein 18 Meter hohes Kunstwerk draufgestellt wird und vor allen Dingen, das wird vom halben Ruhrgebiet aus sichtbar sein. Ja, wir haben ja mehrere solche Orte halten, wo große Kunstwerke draufstehen, Tetraeder, die Serra-Skulptur. Aber das hier wird, glaube ich, eines der größten werden. Und insofern freue ich mich, dass hier die Tradition der internationalen Baustelle Emscherpark, die ja 89 bis 99 diese Landmarken eigentlich erfunden hat, die Landmarkenkunst, dass das hier fortgesetzt wird und in Zukunft weitergetragen wird. Und man wird hier ganz viele Besucher erleben können und ich glaube, es lohnt sich auch, auswärtige Gäste herzuführen, weil von oben hat man auf eine Stadt immer einen anderen Blick, als wenn man nur unten in den Straßen unterwegs ist. Und jetzt haben wir auch wieder ein Beispiel dafür, für die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt. Diese Skulptur wird ja weit über 2010 hinaus hier stehen. Ich wünsche ihr ein langes Leben und ich freue mich, wenn ich noch oft hierher kommen kann. Herr Scheidt, bis bald, vielen Dank. Karl Janssen, Grundsteinlegung Tiger and Turtle, Magic Mountain, was hier passiert. Guter, zielorientierter Tag für den Hafen der Kulturhauptstadt. Es geht ja um Identitätsstiftung und kaum ein Platz in Duisburg ist so, dass man die Identität von Duisburg sehen kann, nämlich Stahl, Industrie, Wasser. Und ein anderer Punkt ist, man kann bei gutem Wetter von hier bis Essen, vielleicht sogar bis Dortmund gucken. Man sieht die großartige Fläche des Ruhrgebietes und es entsteht eine Landmarke. Und diese Landmarke entsteht nicht als Kirchturm, sondern sie steht als verbindenden Punkt zu anderen Landmarken. Ich finde das ein wunderschönes Symbol, dass wir zeigen und auch nachhaltig zeigen, wie man mit Kunst das Ruhrgebiet näher zusammenbringt. Den Hauptsponsor HKM ist Ihnen vorhin neuer Name eingefallen. Ja, ich habe vorhin gedacht, wie kann man HKM ummünzen? Ich finde, das könnte auch heißen, eine heiße Kultur für Menschen. Okay, vielen Dank. Dr. Jens Reiche von HKM. So ist es. Wir haben gerade gehört, hier bei dieser Grundsteinlegung von Tiger and Turtle Magic Mountain ist Karl Janssen ein neuer Name für HKM eingefallen. Aber das jetzt einfach nur mal scherzhaft. Wie ist Ihre Beteiligung an diesem Projekt? Ja, wir werden in diesem Projekt wesentliche Komponenten sogar herstellen. Wie ich eben schon mal kurz berichtet habe, wird der Stahl für die Tragwerkskonstruktion dieses Bauwerkes hier von HKM sein. Das heißt, er ist hier gefertigt worden und meine Kollegen aus dem Stahlbaubereich werden diese Stützen hier auch anfertigen aus Rohren, die unser Gesellschafter Wallerek und Mannesmann hergestellt hat aus unserem Material. Jetzt hat HKM damit ja beispielsweise an einem Kunstwerk teil oder an einem kulturellen Projekt teil, das tatsächlich auch die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt unterstreicht. Ja, es geht hierbei nicht nur um die Nachhaltigkeit des Kulturhauptstadtprojektes, das wir selbstverständlich unterstützen wollen und wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass dieses herausragende Bauwerk Landmarke Angerpark auch in vielen Jahren der Generation unserer Kinder und Enkel noch begehbar sein wird, auf der einen Seite unterstützt, sondern eben auch zeigt, welch faszinierender Werkstoff der Werkstoff Stahl ist, mit dem man eben filigran solche Bauwerke erstellen kann und wenn man sie auf geeignetem Wege vor Umwelteinflüssen schützt, in dem Fall durch eine Verzinkung, auch zeigt, dass es ein sehr dauerhafter Werkstoff ist, der zuverlässig seine Funktion über viele Jahrzehnte erfüllen wird. Darüber hinaus haben wir durch diese, ich sag mal, Kooperation ja gleichzeitig auch die Verbindung von dem alten Image Duisburg Stahl zu dem neuen Image Kultur. Ja, da sind wir natürlich auch dran interessiert, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Mitarbeiter zu zeigen, dass Werkstoff Stahl, an dem sie mitarbeiten, ein attraktives Produkt ist, was in unserer Gesellschaft seinen Platz hat und damit auch zur Zukunftsfähigkeit beitragen kann. Herr Dr. Reiche, vielen Dank.